Moment zusammen und willkommen zurück in der Strafkolonie von Gothic 1. Wir haben es ziemlich spät, denn wir haben ein bisschen Zeit gebraucht, um die ganzen Gardisten hier aus unserer Mine wieder zu entledigen. Also unsere Mine wieder von ihnen zu entledigen. Aber jetzt ist die freie Mine auch wieder frei. Damit wir aber nicht länger hier diesen dunklen Himmel haben, würde ich sagen, gehe ich doch mal kurz in eine Falle und hau mich mal kurz hin. So. Da in der freien Mine ist auch ein Ork, nicht Schamane, sondern ein Ork-Sklave, der heißt Tarok. Und Tarok möchte uns ein, oder würde uns ein Ulumulu machen, wenn wir ihm alle seine Sachen dafür bringen, die er braucht. Eins davon war ein Sumpfheizzahn, das weiß ich noch. Warte mal. Und die findet man ja im Sumpflager. Das heißt, wir starten mal mit einer kleinen Sumpferjagd. Ne? So. Kommt man her, hat man direkt wieder die quakenden Frösche und allen möglichen anderen Tierkrams in den Ohren. Aber dann macht das Sumpflager ja auch aus. So wie diese Trommeln und Flöte. Entschuldigung, meine Nase hat gerade ein bisschen gejuckt. Ja, wir sind, glaube ich, jetzt... Oh, der ist zu spät zum Unterricht. Der ist zu spät zum Unterricht, das habe ich genau gesehen. Der ist 5 Minuten zu spät. Nachsitzen. Ja, wir sind relativ weit in Gothic 1. Oder war die Frage ja auch mal von Angel, glaube ich, dir? Du hast, glaube ich, mal gestellt, ob ich auch Gothic 2 machen werde. Ich denke schon, dass wir auch Gothic 2 spielen werden. Das passt, glaube ich, gar nicht mal so schlecht rein. Ne? Auch gerade, weil ja bald wohl das Remake rauskommen soll. Wobei es, glaube ich, jetzt schon die 3. Ankündigung oder 2. Ich weiß es nicht genau. Und ja, zum einen spiele ich es gern und zum anderen ist ja auch ein schönes Spiel, muss man ja ganz klar sagen. Ne? Also Gothic ist wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel. So, da haben wir die Sumpfheizzähne. Wie aus dem Nix können wir die auf einmal auch ziehen, obwohl wir es nicht gelernt haben. Ganz praktisch. Und da würde ich sagen, machen wir doch direkt den zweiten Sumpfheil da vorne gleich auch noch weg. Dann dürfte der Sumpf auch wieder sauber sein. Man könnte jetzt gucken, ob man bei Viren hier wieder nochmal Sumpfkraut abholen kann, ne? Schauen wir doch mal. Vielleicht hat er ja nochmal was, ne? So, Viren. Bist du denn? Hier. Nee. Kann man nicht. Okay, dann sind wir durch. Gut. Also eins von 4 Zutaten haben wir noch. Das zweite war ein Horn eines Schattenläufers. Und hier ganz in der Nähe ist hier auch ein Schattenläufer. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal wieder zum Tempelvorplatz. Ach, und ich habe ja eine ganze Menge Kram bekommen. Das war ja auch nochmal so eine Sache. In der freien Mine sind ja eine ganze Menge Söldner und Banditen gestorben. Und die hatten ja auch ganz viel Equipment. Das haben wir alles mitgenommen. Denn wir können ja Erz gebrauchen. Wofür weiß ich noch nicht, denn es gibt ja keine neue Rüstung, die wir mehr kaufen können. Aber wir können das bestimmt gebrauchen. So. Also. Ich will die handeln. Gut. Hier, das sind die Waffen, die ich zurzeit da habe. 800 Erz hat er. Und was ist seine beste Waffe? Die Söldnerklinge. Aber die ist deutlich schlechter als die Axt, die wir haben. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal kurz daher. Ach du gute Güte. Ja, hier 96, die ist ziemlich gut. Das heißt, wir verkaufen jetzt den Donnerschlag, den brauchen wir nicht mehr. Gardistenhand ist die stärkste Nahkampf-Einhandwaffe, die ich habe. Oh, der Donnerschlag, den kann er sich gar nicht leisten. Kann er sich denn die Gardistenhand? Ja, die kann er sich leisten. Jetzt brauche ich noch was 200 wert ist, oder? Ich nehme so ein paar kleinere Sachen. Was noch was 12? Guck mal hier, Spitzhacken. Siehst du mal. Dann nehmen wir jetzt hier das ganze Erz. Und fertig. Jetzt fällt mir auch gerade ein, wo wir bei dem Schmied sind. Ich habe ja Wolf gar nicht die Dingens gegeben, die Crawler-Platten. Ja, komm, dann bringen wir die mal eben kurz rüber. Wo ist denn Wassermagier? Da ist Wassermagier. Dann können wir bestimmt auch Lee oder den. Oder Saturas. Saturas, können wir dir sagen, dass die Mine wieder frei ist? Sei gegrüßt. Nee. Den interessiert. Mögest du in einem Stück zurückkehren? Den interessiert nur sein Erzhaufen. Den Kollegen. Jolian, nein, danke. Dann gehen wir mal zu Lee und zu Wolf. Wenn du meinst? Ja, das meine ich, dass wir zu den beiden gehen. So, Lee, da ist er. Hallo. Hi. Was sagst du zu der Sache mit der Mine? Die Bedrohung dürfte beendet sein.
Du hast viel für unser Lager getan. Männer wie dich kann ich gebrauchen. Ich danke dir. Ich werde mich jetzt wieder auf den Weg machen. Einen Moment noch. Nimm diese Zauberrune als Zeichen unseres Dankes für deine großen Taten. Ich danke dir. Wir sehen uns. Auf einmal kam Koranga und hat was eingesprochen. Was hat er mir denn gegeben? Feuersturm? Was soll ich mit dem Schrott? Wofür soll ich denn so eine blöde Zauberrune benutzen? Ah, ich verkauf sie. Fertig. Ich habe ja schon gesagt, ich werde keine Magie lernen. Nee. Also, da habe ich wirklich absolut keine Lust drauf. Keine Magie. Also. Ich habe jede Menge dieser Minecrawler-Panzerplatten eingesammelt. Fantastisch. Ich werde mich gleich an die Arbeit machen. Wie lange wirst du dafür brauchen? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Das ist eine komplette Neuentwicklung, Mann. Schau einfach ab und zu bei mir rein, wenn du in der Nähe bist. Oh, wahrscheinlich hast du recht. Ja, hat er wahrscheinlich recht. Aber ich möchte... Handelst du noch mit was anderem? Ich kaufe Felle und Häute von dem Jäger. Hast du Geld? Er hat Geld, das ist gut. So, dann können wir dir jetzt erstmal den Donnerschlag verkaufen. Und die kann er sich nicht leisten. Das kann er sich nicht leisten. Das kann er sich nicht leisten. Guck mal hier, Steinbrecher, die kann er sich leisten. 800... Ah, das wird zu teuer, das auch. Das sieht gut aus. Sehr schön. Dann kommen wir hier auch auf. Ich kann mir die Minecrawler-Platten zurückkaufen. Aber die brauche ich nicht, also nö. So, ja, jetzt eine Erz, das schenke ich dir. So, aber das Inventar ist immer noch ziemlich überfüllt mit Kram. Vielleicht hat Kronos noch irgendwie Geld oder irgendwas anderes oder wie auch immer. Kronos? Hallo. Hi. Zeig mir doch mal, was du da an Sachen hast. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. So. Ist vielleicht irgendwelche guten Ringe? Macht, Erleuchtung, Magie, Gewandtheit. Nicht, dass ich... Ne, ich sehe jetzt hier nichts wirklich, was ich gebrauchen kann. Nö, nö, danke. Haben wir noch Sharky da? Gucken wir bei denen nochmal rein. Und wenn Sharky kein Geld hat, dann, ja, im alten Lager gibt's viele Händler, ne? Aber die, ja, nee, die gibt's. Nein, ich bin da gerade mit bei, mit dem Gespräch über die Händler. Warum komme ich da nicht hoch? Na also, Mensch. So, da ist Sharky. Will doch nicht hier die ganzen Weg außen rumlaufen. Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. Sharky hat noch Geld, sehr gut, dann können wir hier noch was loswerden. Wir fangen jetzt erstmal mit dem ganzen Billo-Kram an. Alles weg hier. Weg. 3000, kann er sich gar nicht leisten. Okay, aber eine Spitzhacke will ich sowieso zurück. Dann... Das sieht gut aus. Den noch dabei. Jetzt brauche ich noch was, was so 18 wert ist. Hier, nimm mal so ein paar Pilze. So, sehr gut. Dann können wir ihm sein ganzes Erz abtauschen. Warum tausche ich die ganzen Gegenstände gegen Erz, obwohl ich das Erz nicht brauche? Relativ simpel. Die ganzen Sachen brauche ich auch nicht. Und dann ist das Inventar nicht so maximal überfüllt. Ich meine, ich habe zwar hier Kategorien, ja. Aber ich habe gerne alles im Blick. Und eigentlich könnte ich die Bücher irgendwann nochmal verkaufen. So, zurück zum Sumpflager. Wir wollen ja jetzt zum Schattenläufer. Und der ist in dem Wald da, zwischen Sumpf und altes Lager. Und am Strand. Da war ich noch gar nicht. Mensch, da könnten wir uns doch mal umgucken. Einmal brauchen wir auch noch die Feuerwehranzunge und zum anderen brauchen wir noch einen Trollhauer. Also Trollhauer brauchen wir, Feuerwehranzunge und... Schattenläufer hören, denn die Sumpfheilzähne, die haben wir schon. Und die müssten wir alle eigentlich hier in der Umgebung finden können. Wenn ich mich nicht vertue. Ich meine auch einen Troll in der Nähe. Nicht gesehen zu haben, sondern ich meine, es gibt einen in der Nähe. Dann in der Klosterruine müsste, glaube ich, einer sein. Zumindest war der ja ein junger Troll und vielleicht ist der ja wieder da. So mein Gedankengang. So. Da hinten müsste dann auch schon der Schattenläufer sein. Ein gefährliches Tier. So eine Banditen nicht zu erledigen.
Da muss schon ein Söldner ran. Also. Schattenläufer. Bist du da? Da ist er ja. Mensch, das ist ja klasse. Freue mich so, dich zu sehen. Wunderbar. Aber der hält ja viel weniger aus als so ein Sumpfhai. Die Sumpfhaie halten irgendwie viel mehr aus. Die geben beide 400 Erfahrung. Naja, vielleicht halten Sumpfhaie dafür nicht so gut gegen Pfeile aus. Aber hatten die nicht sogar... Ich müsste nochmal mir am Anfang angucken, aber ich habe ja jetzt im HP-Balken mir auch angezeigt, wie viel Leben die Viecher haben. Der Schattenläufer, der hatte 200, ne? Hatte der Sumpfhaie nicht 400? Oder habe ich mich verguckt? Bin mir nicht ganz sicher. So, da hinten ist Sand und da ist so meine Überlegung Feuerwaran. Weg hier mit euch, Hunden. Na, du mieser Hund. Und weg mit dir. Oh, da sind ja auch noch Tiere. Wo habe ich die denn übersehen? Hallo. Wir sind hier, um die Welt zu reinigen. Von jeglichem Wild. Der Erfahrung zu ehren. Das Level haben wir eigentlich. 23, krass. Und 25 Lernpunkte unverteilt. Ja gut, es gibt jetzt nicht wirklich was ich noch lernen könnte. Ich habe ja gesagt, ich werde wahrscheinlich nicht auf Bogen gehen. Ich könnte Armbrust lernen. Aber ich habe jetzt keinen Armbrustlehrer bisher gefunden. Und hier beim Sand ist nichts von der Feuerwarane. Vielleicht sind sie ja drüben. Gehen wir mal hin. Wie gesagt, da oben in der Klosterruine vermute ich einen Troll. Bin mir nicht sicher, ob ich einen da finden werde, aber ist ja nicht so schlimm. Und hier vermute ich Feuerwarane. Hier ist ja Sand. Wobei aber nicht Sand bei Meer. Hier ist Sand bei Fluss. Und da ist Sand bei Fluss mit Lurkern. Mist. Dann folge ich gleich mal dem Fluss noch ein bisschen. Ich meine, es gab auch irgendwo Sand bei Meer. Wie Tarok das so schön umschrieben hat. So. Haben wir jetzt hier hinten einen Troll? Bitte sag, dass hier ein Troll ist. Bin ich den Weg umsonst gelaufen? Es sieht danach aus. Kein Troll. Ja gut. Dann müssen wir wohl zum normalen Trollplatz. Hoffentlich ist da einer. Also. Da unten ist Sand bei Meer. Denn da ist das Meer. Das heißt, wir müssen über die Brücke zurück und... Da ist irgend so ein verfallener Turm. Wollen wir da rein? Nee, oder? Weiß ich... Das war knapp. Alter! Ich war jetzt so im Redefluss, dass ich jetzt fast die Klippe runtergefallen bin. Ich weiß nicht, ob ich das überlebt hätte. Naja. Gehen wir mal und gehen Richtung Sand bei Meer. Ach ja, aber übrigens, was ich gesehen hatte. Wir müssen ja den Schläfer besiegen. Und jeder, der die Story kennt, weiß in etwa, wie man ihn besiegt. Ich will jetzt nicht spoilern, aber es gibt wohl, ich weiß nicht, ob ich spoilern soll. Nee, ich spoiler nicht. Nee, ich lasse das. Ich mache das einfach separat. Ich hatte mir was überlegt und das werde ich dann separat machen. Das ist egal. So, hier ist das Sand bei mir. Wo sind die Warane? Ach, guck mal. Komm, wie gerufen. Sehr schön. Also, 3 Stück gleich. Ja, dann machen wir die doch eben weg. Also. 1, 2, 3. Wunderbar. So, und hier haben wir so ein Schiffswrack, Mensch. Was? Kann man hier hochklettern, ne? Guck mal, man kann hier hochklettern, eher. Oha! Und gibt's hier dann auch was? Okay, hier geht's nicht weiter hoch. Aber hier ist ja nichts, oder? Sekunde. Ich könnte mir vorstellen, dass...
Genau. Man über dieses Band hier gehen kann. Dann hier hochkommt. Los, lass mich hier hoch, Mensch. Weiter geht's nicht. Vielleicht muss ich jetzt springen. Oh, au! Voll aufs Kreuz. Und da sind noch drei Warane. Wo sind die denn her? Die patrouillieren hier so lang. Vorsicht mit deiner Feuerspuckerei hier, ja? Ich habe Angst vor Feuer. Da vorne ist auch noch einer, den machen wir auch noch weg. So. Komm her, du. Ich mache ich platt. Wunderbar. So, sind jetzt alle hier weg? Ja. Haben wir. Okay, warum auch immer man da oben hin kann, keine Ahnung. Aber vielleicht da was? Moment. Das ist ja auch so ein Fädelchen. So. Vielleicht muss man hier hin. Oh, ich sollte speichern, nicht, dass ich gleich wieder runterfalle. Also, hier ist das zweite Band. Wo man nicht drüber kann. Okay. Dann kann ich noch mit Telekinese gucken, ob da irgendwo was drauf ist, aber ich vermute nicht. Ach da, ja. Telekinese, Telekinese, Schlaf, Telekinese. Telekinese, also. Ist da irgendwo was? Oh, hier liegt Wein. Und Bier. Krass. Ey. Ich will doch die Telekinese haben, Mensch. Nein, da ist nichts. So. Aber. Wenn wir jetzt schon mal hier sind und der Troll nicht da ist. Trank der schnellen Heilung. Ne, der dauert mir zu lange. Dann können wir doch mal in den Turm da reingucken. Vielleicht ist da oben ja was drauf. So. Dann mal wieder hoch hier. Oder ist vielleicht hier links einer? Kann ich mal gucken, ob hier ein Troll ist. Das war ja sonst immer hier ganz leer. Und es ist nach wie vor leer. Ja, klasse. Dann drehen wir um. Dann können wir uns das sparen. Dann gehen wir da vorne zum Türmchen. Die Verteidigungstürme. Das ist wahrscheinlich der Leuchtturm gewesen damals hier, ne? Wer es nicht kennt, früher wurden Türme aufgestellt. Mit, wobei, ich finde doch immer noch, ne? Ich habe schon sehr lange nichts mehr an einem Hafen oder so gemacht oder war mal zu Besuch oder auf Reisen, wie auch immer. Und es ist doch bestimmt noch gang und gäbe, dass es Leuchttürme gibt, oder? Tut mir leid, ich habe nicht so viel mit der See am Hut. Hier brennt Licht. Aber ich hätte gesagt, es gibt noch Leuchttürme. Der Leuchtturmwärter. Ah, hier geht's noch weiter hoch. Okay. Und hier haben wir mal wieder wunderschönes gar nichts. Klasse. So macht das doch Spaß, wenn man erkundet und nichts findet. Schön, schön, schön. So, hier auch nochmal runter. Dann gehen wir halt die Treppe runter. So, was haben wir denn hier? Ein Gang? Noch ein Gang? Ein Skelett. Mann, die dürften mir jetzt ja nicht mehr wirklich Schaden machen. Noch mehr! Ne, die machen mir gar keinen Schaden mehr. So, nehmen wir die ganzen... Ja, wir nehmen die Schrottwaffen mit. Wer weiß, wann man nochmal die Pennies, die sie droppen, die sie geben, braucht. Na? Oh, der Krieger, der haut noch rein, du. Der Skelettkrieger. Oh. Elixier magischer Energie. Krass, ein 70-Mana-Trank. Wo muss ich denn lang? Hier? Hier geht's runter. Und da vorne? Wisst ihr, woran mich die Treppe da vorne erinnert? An Diablo 1. Hat wer es gespielt? Es ist ziemlich gore, sage ich mal, wenn man es spielt. Also sehr düster. Wirklich ultra düster ist das Spiel. Gothic kann da nicht mithalten. Weil Gothic ist ja schon ziemlich düster an Ecken und Enden. Aber
Aber, Diablo 1? Junge, das ist richtig düster. Wie viele Skelette gibt's hier denn? Vorne steht auch wieder einer im Gang. Okay, mein Plan ist, ich laufe hier jetzt erstmal durch, holz alles weg, was hier so rumläuft. Hoppala. Holz alles weg, was hier so rumläuft. Die Skelette, die droppen ja nichts. Also haben ja nichts im Inventar. Das bedeutet, ich kann da auch nichts verpassen, wenn ich die jetzt nicht umholze. Nochmal rechts, einfach immer rechts, wieder rechts. Im Kreis gelaufen. Klasse. Okay. Dann gehen wir hier rechts. Da vorne ging es nämlich auch links. Dann gehen wir jetzt hier links. Das ist eine Sackgasse. Okay, dann gehen wir da unten lang. Was haben wir denn hier? Schon wieder eine Gabelung. Hier gibt es wieder eine Sackgasse. Und hier haben wir ein Skelett. Upala. Ui, da ist ein Krieger irgendwo. Da ist er. Die Krieger, da muss ich aufpassen. So. Was ist das denn? Roter Skelettmagier des Nebelturms. Das beschwört Skelette. Und der ballert mich ab mit irgendwas, was keinen Schaden macht. Oh doch, macht doch Schaden. Oh, 20 Schaden. Ich habe fast kein Leben mehr. Oh, der hat nochmal seine Kompagnons ran. Ja gut, dann müssen wir den gleich umholzen. Die spawnen aus dem Boden einfach. Was? Ja, ja, guckt euch mal die Wand hier an, bitte. Ist die denn auch noch stabil genug? Was sagt TÜV Nord? Vorsicht mit dem... Mann, das tut weh. Nein, so haben wir nicht gewettet. So. Hat der denn was? Der hat... Skelett beschwören und Eisfall. Okay. Hier sind zwei Kisten. 100 Erzbrocken. Und nochmal 100 Erzbrocken. Kross? Ja gut, man kann wahrscheinlich mit dem, mit so einem Buddler kann man hier nicht rein, als Buddler kann man hier nicht reinrennen, ne? Da würde man ziemlich von den Skeletten zerjoinkt werden. Die machen einen weg, weil die machen ja schon auf der schweren Söldnerrüstung noch Schaden, also die Skelettkrieger. Naja. Feierabend hier. Hier wird liegen geblieben. Mensch. Ich hoffe, ich finde gleich alle Skelette oder alle Waffen, die sie fallen gelassen haben, hier in den Gängen noch wieder. Oha, wo sind wir jetzt? Haben wir jetzt irgendwie Skyrim-Vibes? Ach, ist das sowas wie ein Dock hier unten gewesen? So ein unterirdischer Tunnel zum... Und hier ist er kaputt. Naja, das sieht nicht so... Oder sieht das so aus, als ob man da draufklettern kann? Da vorne? Bei den Steinen? Lass mal gucken, ob man da draufklettern kann, ja? Ah ja, schwimmen. So. Einmal darüber. Ah, oh, es sieht schlecht aus, aber ich guck mal. Mal gucken, ob man hier hoch kann. So. Oh ne, ich glaube nicht. Da kommt man nicht hoch. Keine Chance. Ne. Keine Chance. Gut, dann ist hier also nix. Da vorne geht's. Wieder zum Strand, da ist das Schiff. Gut, dann heißt es Waffen einsammeln. Von der ganzen Skelette. Denn wer den einzelnen Brocken nicht ehrt, ist die 1000 Brocken nicht wert. Ja. Vielleicht kommt ja nochmal der Moment, wo wir 10.000 Erzbrocken brauchen. Weil der Erz, weiß ich nicht.
Weil Baum. Na? Legitimes Argument. Er hat keine Waffe. Okay. Ah, hier fallen schon die ersten Waffen. Ja, dann hören wir mal auf zu joggen. Oder halt zu rennen. Und gucken wir hier durch die Gänge. Hier aus? Nee. Hätte es vielleicht doch alle einsammeln sollen, während ich so umgeholzt habe. Naja, wenn jetzt ein paar liegen bleiben, ist jetzt auch nicht so schlimm, denke ich. Wo sind die ganzen Leichen hin? Na, die Schwerter liegen noch, das ist gut. So, später machen wir gleich mal einen Kassenschnitt, wie viel da tatsächlich dann bei rausgekommen ist. Ich meine, so eine einzelne Waffe ist natürlich nicht viel wert, aber wenn du davon 100 hast, da kommt schon was zusammen, du. Ne? Hoppala. Oh, meine Fackel wieder. So, da war die Sackgasse. Und hier fing das an mit den ganzen aufgespalteten Gängen. Das heißt, wir nehmen jetzt erstmal den hier. Ist auch klasse, dass hier die Fackeln, die hier unten stehen, von den Skeletten weiterhin noch benutzt wurden. Also die haben wahrscheinlich noch immer Öl nachgekippt und weiteres Brennmaterial, wie auch immer. Ja, es ist schon nicht schlecht. Ein hübsches Ambiente. Ja, gespannt, wie die Passagen hier aussehen werden im Remake. Die machen das bestimmt ultra krass gut. Also rein atmosphärisch bedingt, ne? Denn neue Grafik. Oh, hier geht's wieder raus. Neue Grafik ermöglicht natürlich, ich meine, der Renderer, der macht schon seinen Job ziemlich gut. Aber so eine neue Engine. Hier war ich noch gar nicht. So eine neue Engine, die hat sicher auch was. So. Oh, die Fackel ist aus. Warte, ich mach sie an. Kann sie nicht anmachen. Die geht nicht an. Dass ich den Gang übersehen hatte, ist gar nicht verwunderlich. So, war ich hier? Wie es scheint, noch nicht. War da was drauf? Nein. Mal guckt. Und Sackgasse. So, jetzt müssten wir aber durch sein hier. Schauen wir nochmal eben kurz oben hier. Hier ging es ja, soweit ich das gesehen habe, wieder nach oben, ne? Genau, hier ist die Treppe. Und da sind wir wieder in Ebene 1. So, dann gucken wir mal. Inventar. So. Ne, hier. Wir haben 9 Schnitter mit 25 Wert. 5 Schnitter. 9 verwitterte Äxte mit 19 Wert. 13 rostige Schwerter mit 10 Wert. Und ein bisschen Reisschnaps. Und ein bisschen Fackeln. Alles klar. Ja. Overall mit den 200 Erz, die wir unten gefunden haben, warte mal, und den Elixieren, die man gefunden hat, knapp 500. Was meint ihr? Ich hätte gesagt, wenn man jetzt zum Beispiel die Mana-Tränke auch verkaufen würde, würde man hier so mit knapp 500 mehr Erz rauslaufen. Nicht berücksichtigt die Magie, die der Dude unten hatte. Die habe ich jetzt nicht mit berücksichtigt. Das habe ich jetzt verballert. Da könnten wir nochmal reingucken. Also Magie. Er hatte diese Rune, die ist 500. Locker 500. Also 250 ist allein schon der Runenstein von ihm wert. Und was sind die hier wert? 350! Alter! Ist ja richtig teuer. Gut! Jetzt müssen wir noch den Troll erledigen, ne? Dann müssen wir zum alten Lager und dann Richtung Wald, Richtung Mine. Dann gehen wir... Oh! Da wurde ich jetzt ein bisschen abgelenkt hier von dem Getier. Hallo Wölfe. Warum? Gut, dass die nicht mehr gefährlich sind. So. Also, wo war ich jetzt? Genau, wir müssen durch den Wald hier, beziehungsweise können ja auch am Fluss entlang laufen, ne? Ich werde jetzt nicht noch die ganzen Tiere da auf der Sandbank töten, die wir vom Strand der Klosterruine aus gesehen haben.
Ich gehe jetzt einfach durch, denn wir sind jetzt schon fast Level 25. Ich weiß schon gar nicht mehr, wohin mit den Lernpunkten. Und sollte man dann doch nochmal ein paar Lernpunkte brauchen, dann kann man ja immer noch losgehen und ein paar Tiere schlachten. Aber ich denke nicht, dass wir nochmal Lernpunkte brauchen werden. Meine Güte, sind hier noch viele Tiere. Hallo? Ihr steht im Weg, tut mir leid. So, der will nicht, das ist gut. Dann gehen wir mal weiter. Ich will, wie der mit der Axt läuft, das ist schon cool. Schnell, wir müssen in den Wald, um Bäume zu fällen. Wir brauchen Feuerholz. Noch mehr Feuerholz und Feuerholz. Genau, an der Geschichte muss wohl doch was dran sein. Gehen wir mal weiter. Kommen die mir hinterher? Ja, Mist. Blutfliegen sind ja durch alle drei Teile durchentwickelt worden. Und, ja, der Laurent. Und ich finde es hier am krassesten, wie abfuckmäßig scheiße Blutfliegen zum dritten Teil wurden. Ja, die merken, die Tür ist zu und gehen woanders hin, ne? Vielleicht versuchen sie es am anderen Tor jetzt. So, Milton steht da immer noch. Können wir dem Bescheid sagen, dass wir Lester und Gorn Bescheid sagen, gesagt haben? Hallo. Nein. Aber Diego wahrscheinlich, ne? Ja, aber ich habe jetzt keine Lust, dahin zu laufen. So, eigentlich ist die Folge auch schon wieder rum. Ja, der Abstecher in diesen Turm da, der hat's halt jetzt gerissen. Das heißt, der Schaffen... Ey! Jetzt reicht's aber. Hallo! Geht's dir noch gut? Mensch. Wie gesagt, der Abstecher in den Turm, der hat's halt gemacht, ne? Feierabend. Der hat's uns so ein bisschen rausgerissen. Ja, dann müssen wir nächste Folge gucken, ob oben der Troll ist. Ich hoffe doch, sonst müssen wir einen neuen suchen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Hauen Sie rein und hoffentlich auch bis zur nächsten Folge. Tschüss.